Hallo, ich bin's, der Achim und Der Jeanette. genau. Und heute haben wir nochmal was komplett anderes. Das war eigentlich Tims Idee, der hinter Kamera an den Decks steht und jetzt alles managt für uns. Eigentlich wolltest du ein Sondervideo aufnehmen für We Want Beer. Genau. Und Tim hatte dann einfach die Idee, wir machen einen Livestream raus, packen es hinterher in die Konserve, logisch. Und ja, bei dir machen wir es relativ einfach. Geht es halt um besonderes Bier, was wir hier heute am Start haben. Also ich war heute beim Großhändler und Tobias von Hartmann hat mir gesagt, die Superfreunde haben halt einen interessanten Sud. Die haben halt ein Bier gebraut, wo nur 40 Verpackungen sind. 40 Kartons. 40 Kartons, genau. 40 Kartons. Und mehr gibt es nicht. Euch natürlich sofort, ich will es haben. Okay, wie viele Kartons hast du? Zwei, leider. Okay, Von zwei 40. Kartons. Zwei von 40. Prozentual ist das schon in Ordnung. Vom Geschmack her. Hä? Es ist zu wenig. Es Ja, ist komm. lecker. Das weiß ich noch nicht, aber du hast schon getrunken, merke ich daraus? Ja, ich gestehe, ich habe getrunken. Du hast aber auch das schon getrunken. Das habe ich noch nicht getrunken. Echt nicht? Nein. Okay, alles gut. Wir hatten hier gerade ein Biertasting drüben nebenan, das Ah, hast du durchgezogen. Ich war heute fein raus, deswegen, ich bin relativ nüchtern, sag ich mal. bin ich auch. Du? Ja, okay. Das wird bestimmt eine lustige Angelegenheit, obwohl es wird ja immer eigentlich lustig bei uns beiden. Von Ja. daher, das ist eigentlich eine feine Dose. Wir reden hier vom Fruity Devil Horns. Ich finde halt die Rückseite echt schön gestaltet mit den hier Teufelshörnern, hier so ein Heavy-Metal-Ding. Der geneigte Follower von mir weiß ja, dass ich jetzt ein paar Mal auf Wacken war, obwohl das ja null meine Musik ist. Aber sind echt nette Leute da, kann man nichts gegen sagen. Gibt auch nie Stress, gibt immer Bier. Leider kein gutes Bier. Also letztes Mal, doch, auch fair enough. Beim letzten Wacken hatten sie eine Craft-Bier-Bude, da hatten sie auch Stone. Und ja, ich glaube Brewdog. Brewdog ist ja relativ häufig. Ansonsten ist, glaube ich, Beck's der Sponsor von denen. Ja, ist halt so. Muss man halt nehmen, was man bekommt. Ja. Und die Superfreunde, die sind aus Hamburg. Kooperieren öfters mit Mücke zusammen. Genau, die sind halt relativ umtriebig. Ich habe mal auf der Webseite, die haben so eine schöne Info gelesen. Sie haben es halt wie eine Band gemacht. Die sind erstmal rumgetingelt so ein bisschen, haben den Leuten ihr Bier ans Herzen gebracht, ein bisschen erklärt, warum machen sie das, was machen sie da. Und ja, mittlerweile, glaube ich, sind die angekommen, sind relativ bekannt. Man bekommt die hin und wieder mal. Das nicht so einfach, wissen wir ja. Und die haben auch einen Laden auf St. Pauli in Ja. Hamburg. Da kann man auch vorbeigehen, sich ein paar Bierchen gönnen, ein bisschen Merchandise kaufen. Und ich, das weißt du noch gar nicht, oder vielleicht weißt du es schon, ich gehe dahin. Am 14. Dezember. Da bin ich nämlich in Hamburg, gucke ich mir das St. Pauli-Spiel an. Und ja, ich meine, er ist ja praktisch nebenan, da gehe ich mal rüber. Das ist ein reiner Zufall. St. Pauli-Spiel? Bayern, St. Pauli, gegensätzlich. Ja, wir haben dir schon mal gerettet, ne? Ja, ihr habt alle gerettet. Ja, das stimmt. Auch Dortmund. Genau. Bombenspiel, Pauli gegen Wiesbaden. Aber ich meine, ich gehe halt gerne ins Stadion. Also von daher, wenn ich eh schon da bin, da gehe ich auf jeden Fall vorbei. Und wenn es nur dafür da ist, dass ich dir ein Foto schicke. Fair enough. Er war sogar auf der Südtribüne, aber nicht mit seinem Bayern-Trikot. Ja, wofür auch? So, komm, aber jetzt haben wir genug Fußball hier geredet. Das machen wir eh viel zu oft. Oder du erzählst immer die gleichen alten Scherze. Ich mach mal die Dose auf. Und ganz kurz, wir wissen ja, das Beste, was einem Bier passieren kann. Ist die Dose. Warum? Warum? Ich wollte dich fragen, warum? Damit die nicht so viel Redeanteil hat. Ganz einfach. Ist das ideale Verpackungsmaterial, lichtgeschützt, vor Umwelteinflüssen geschützt. Also besser geht's nicht. Und im Endeffekt, ich sage immer, ist das kleine Fass. Ich meine, die Fässer Das stimmt. heutzutage sind ja auch meistens Alufässer. Gut, es gibt ja Varianten auch in Plastik mit Beuteln und natürlich die alten Holzfässer. Aber halt, sag mal, größtenteils Alufässer haben schon Sinn gemacht. Ja, das stimmt. Und das ist ein kleines Alufass, sage ich mal. Also von daher, stellen wir es mal hier daneben. Wir haben drei Dosen, da bin ich schon mal sehr erfreut. Wenn es gut schmeckt, eine zweite trinken wir auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. So, also ich habe eingeschüttet für jeden eine Hälfte. Naturtrüb. Ja, naturtrüb. Das Gesunde ist drin, das Leckere auch. Also was haben wir denn hier überhaupt? Ich meine, bevor wir hier sprechen. Double Dry Hopped Pale Ale.
So, also erwarte ich jetzt ein bisschen Hopfen. Double heißt aber, würde ich sagen, ein bisschen viel Hopfen. Ja, aber auch den trockenen Hopfen. Das sind übrigens auch Leute, die sich halt auch viel selber beigebracht haben. Mhm. Der Gründer war mal gefährliches Halbwissen, Manager von den Toten Hosen oder zumindest okay. Bei denen involviert. Wusste ich nicht. Und die haben sich alles selber beigebracht ja. Und wir ja auch, außer dass wir denken, wir bringen uns alles selber bei, aber können eigentlich nicht so richtig was. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, Achim auch, glaube ich. Genau, das sagen wir auch mal gern beim Biertasting. Ja. So, also im Endeffekt, es sollte jetzt hopfig sein und das hoffe ich mal. Ja, dann, lass es dir schmecken. Lass es dir auch schmecken. Erstmal riechen, ne? Achso, weißt du? Entschuldigung. Ey, komm. Oh, sehr fruchtig. Mhm. Ist das nicht richtig, also richtig hopfig? Also wie ich sonst hopfig halt, wenn ich mal ein sehr hopfiges Bier nehme. Genau. So, dann jetzt aber wirklich, ne? Also ich hätte mehr Hopfen erwartet. Ich finde das okay. Ich finde es auch okay. Also ich finde es auch lecker, also kein Thema. Aber meine Erwartungshaltung war halt mehr Hopfen. Also mehr Hopfen, ist das nicht wieder ein bisschen zu, ja, ist in Richtung IPA, würde ich sagen. Ist ja sehr hopfig. Das ist ein Pale Ale, das ist ja die Vorstufe, wenn man das so sagen darf. Aber es ist sehr lecker, finde ich. Also man kann das halt schön, also runtertrinken ist es, glaube ich, vielleicht schon ein blöder Begriff. Man muss ja auch wertschätzen, dass es nicht so viel davon gibt. Eigentlich brauchen wir eine Pipette. Eine was? Eine Pipette. Pipette? Und ein bisschen immer tropfen. Das macht ja auch keinen Spaß. Ich würde gefühlt, also ich finde es echt lecker, ich würde eine 4 geben auf Untappd. Also, ja. Ich gebe immer sehr viele 4, also da bin ich ein bisschen großzügig. Weißt du deinen Durchschnitt eigentlich? Also Untappd hat ja mittlerweile auch so einen Durchschnittsscore für alle deine abgegebenen Bewertungen. Und bei mir ist er 3,21. Oh. Ich hätte schon getippt, dass ich irgendwie so um 3,5 rumliege. 3,21, ich bin anscheinend sehr vorsichtig beim Bewerten. Ich weiß meinen Durchschnitt nicht, aber ich kann mir vorstellen, ich bin ein bisschen höher als du. Das glaube ich auch. Was gibt es denn hier für? Also hier würde ich auch eine glatte 4 geben. Okay. Vielleicht auch nach oben ist Luft, aber jetzt glatte 4. Okay, ich check das mal ab, was die Kollegen von Untappd sagen. So, erstmal ganz kurz die Bewertung aus der Community letztendlich. Fruity, also fruchtig. Ja. Ja. Hoppy, hopfig, na. Also hopfig ist es auf jeden Fall, aber jetzt nicht mordshopfig. Soft. Ja. Ja. Also ist ein weicher Geschmack im Abgang. Genau. Abschluss ist sehr weich. Hazy. Ich weiß gar nicht, wie so hazy übersetzt. Keine Ahnung. Grapefruity, also im Endeffekt hat ja, ob es jetzt fruchtig oder Grapefruity ist. Aber ich meine, sanft kann ich halt unterstützen. Haben auch noch nicht so viele getrunken. Insgesamt 26 Mal wurde getrunken. Es gibt 19 Check-ins dazu. Mhm. Keiner unserer Freunde hat, also zumindest meiner Freunde hat eingecheckt. Kein Wunder, ist ja relativ neu. Und die Community hat halt eine 4,04 gegeben. Auf diesen 19 Bewertungen und ja, logischerweise haben wir alle haben es aus der Dose bewertet. Einer hat vergessen, die Dose anzugeben, da hat es dann eine 4,10. Ich meine, da kannst du dich mit Statistik, also wie beim Baseball, kannst du dich halt tot rechnen. Es gibt noch einen gewichteten Score, der ist 3,69, wo ich jetzt aus dem Kopf gar nicht weiß, was der gewichtete Score aussagt. Da muss man echt mal in die Hilfe von Untappd gehen. Für mich ist relevant 4,04, damit liegen wir komplett in der Bewertung, in der Community. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein Check-in machen. Nehme mir mal hier eine volle Dose. So, komm, Jeanette. Herrlich. So, als ob es einen an den Back geklebt hast. Könnt ihr übrigens auch auf Untappd dann gucken. Müsst dann nur mir folgen. So, dann. Eine 4, sind wir uns einig, Dose, Bier, Kaffee, West, trinken wir es, Check-in und fertig. So, 20. Check-in, runde Sache. Du musst dann später noch einchecken? Ja. Du hast auch noch nicht eingecheckt? Genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir die zweite Dose nochmal auch ein bisschen auffüllen. Wenn wir schon so schön dabei beisammensitzen.
Generell finde ich die Livestream-Sache eigentlich eine witzige Idee. Mhm. Wir haben es jetzt einfach ja echt spontan gemacht, auch ohne große Werbung. Das können wir eventuell öfter machen. Ich finde das Setup eigentlich auch ganz gelungen. Wir sind jetzt hier im Nebensaal vom Biercafé West, genau. Weil drüben ist noch voll die Action. Es ist freitags 23:30 Uhr. Das ist schon später. Ja. Und drüben, also gerade hat schon ein Kollege hier geklopft, der wollte noch mit uns quatschen oder wahrscheinlich auch ein Bier trinken. Wir stehen hier vor der Dartscheibe. Können wir jetzt auch mal ein bisschen hier, ich möchte nicht Werbung nennen, aber mal über die Dartscheibe reden. Denn wir machen hier auch einen Dart-Club im Biercafé West, mittwochs 20 Uhr. Genau. Ich dachte eigentlich, das ist ähnlich wie wenn wir Bier trinken. So. Also man spielt halt Dart und weiß eigentlich nicht so, was man tut. Aber ich habe gesehen, du hast halt zweimal hier gewonnen, ne? Ja, Anfängerglück. Also, da habe ich mir auch gedacht, Junet weiß nicht, ob der Pfeil wo vorne und hinten ist. Und dann gucke ich halt in die WhatsApp-Gruppe und dann scoret der hier. Respekt. Ja, danke dir. So, das ist doch zumindest eine schöne Deko jetzt hier für unseren Livestream. Ansonsten hätten wir hier noch ein paar Wände gehabt. Aber drüben ist halt einfach echt zu laut. So, also wenn du zwei Kästen hast, wie viele Dosen hast du denn dann? 48. Minus die. Minus drei. Ja. Hast du doch schon eine getrunken? Ich habe doch gesagt, dass ich eine getrunken habe. Du hast getrunken, dann habe ich gefragt, ob du davon einen getrunken hast. Also nein, das habe ich dir nicht geglaubt. Davon habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe eine getrunken, aber nicht davon. Alter. Er hat gefragt, ob ich davon getrunken habe. Unterwegs. Okay. Also wer das hier noch trinken will, der muss sich dran halten. Aktuell. Also immer sind noch welche da. Gleich minus vier. Ja, genau, eine haben wir noch. Aber ein tolles Bier. Also, super Freunde, super Bier, lecker und... Genau, und damit würde ich sagen halt, wir trinken in aller Ruhe aus. Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Tolles Bier. Ich finde hier das komische hier Devil's Horn Eis-Logo auch echt cool. Und ich freue mich, da vorbeizuschauen in Hamburg. Und ich werde dem Foto schicken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das euch auch angucken. Dann müsst ihr mir einfach auf Instagram folgen. Achim H. Ich mache eigentlich regelmäßig Stories. Und wer da reingeguckt hat, der weiß, wusste eventuell auch heute, dass wir den Livestream machen. Und guckt vielleicht gerade zu. Auf jeden Fall freue ich mich. Und wer es in der Konserve guckt, freue ich mich auch. Und wir haben auch noch ein paar Blue & Beer Folgen schon fertig, die wir demnächst veröffentlichen. Aber wir werden bestimmt auch gefühlt, würde ich mal sagen. Ich glaube, der Tim ist mir auch einer Meinung mit mir. Und du auch, dass wir auch nochmal den ein oder anderen Livestream machen werden. Einfach mit einem Bier, Sonderfolge und nicht die üblichen drei Biere. Genauso wie einfach mal auch noch andere Sachen mit We Want Bier. Wir hatten ja jetzt halt auch während der, jetzt halte ich einen Monolog. Ich höre zu. Während der digitalen Woche Dortmund haben wir hier auch We Want Bier digital gemacht. War eine tolle Veranstaltung, hatten wir drei Vorträge. Joint ist kurz dazugekommen, danach musste er wieder mal lochen, aber wir hatten voll das Haus. Mhm. Leute hatten Spaß, haben nachgefragt und das Schönste war, nach der Veranstaltung sind die alle abgehauen, sondern haben hier noch schön ein Bierchen sich gegönnt und es haben auch Leute miteinander geredet, die sich vorher gar nicht kannten, was ich halt immer super finde. Mhm. Und da hat halt die gute Lauri, die hinterher mein Review mit mir geschrieben hat, geschrieben, ja, Bier vereint, Bier bringt zusammen und genau das war's. Genau. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, genau, Bier vereint. Wir haben uns auch mit Bier kennengelernt. Ach, wir haben uns mit Bier kennengelernt. Ja, und deshalb. Genau, deshalb Prost. Prost. Habt einen schönen Abend, einen schönen Morgen und einen schönen Nachmittag. Wann immer ihr das guckt, gönnt euch ein Bier und bis demnächst.